Moin Moin und Glück auf! Schön, dass ihr dabei uns seid bei Kohl und Stahl. Wie ihr wisst, wir grillen unwahrscheinlich viel Bacon und auch sehr viel Fleisch, aber manchmal braucht man auch eine leckere Beilage. Heute haben wir uns mal gedacht, wir machen ein richtig leckeres Grillbrot vom Grill. Und zwar ein Mozzarella-Grillbrot. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Für unser Mozzarella Brot brauchen wir nicht viele Zutaten. Wir brauchen das Mehl, wir brauchen Butter, wir brauchen Kräuterbutter, wir brauchen Meersalz, wir brauchen Zucker, wir brauchen Milch, wir brauchen Eier, wir brauchen Hefe, Barbecue-Rub eurer Wahl und natürlich den Löffel mit Herz. Im ersten Schritt nehmen wir uns ein Ei, eine kleine Schüssel, schlagen das Ei auf und verquirlen es ordentlich. Jetzt kommen so ziemlich alle Zutaten in unsere Mixerschüssel. Bis auf die Kräuterbutter und der Barbecue Rub. Wenn alles drin ist, fangen wir an zu kneten. Dann gibt der Svenny noch die Milch hinzu. Kleckert zwar ein bisschen, aber das macht überhaupt nichts. Und jetzt wird das Ganze für ca. 10 Minuten geknetet. Kurz bevor der Teig fertig ist, geben wir noch zwei gute Prisen Salz dazu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer am Ende des Videos oder auf unserem Blog. Als nächstes benutzen wir einen Live-Hack aus dem Internet, um Eigelb vom Eiweiß zu trennen. Da hat der Sven irgendwie so eine komische Fratze mit so einer dicken Nase, hat das Ei da reingegeben und wie ihr seht, läuft das Eiweiß wie Rotz vorne aus der Nase raus. Es scheint zu klappen, haben wir gedacht, aber im Endeffekt, ja, ihr seht es, der Sven zieht an dem Schlodder und an dem Schnadder. Ja, es ist nicht das Gelbe vom Ei, es ist zwar nachher übergeblieben, aber Leute, trenntet auf die gewohnte Art, weil auf diesen Lifehack kann man theoretisch verzichten. Nachdem unser Teig fertig ist, wird der Sven ihn schön mit Mehl bestäuben und jetzt so lange von Hand durchkneten und immer wieder Mehl dazugeben, bis der ganze Teig nicht mehr an den Fingern klebt. Erst wenn er nicht mehr klebt, dann ist er bereit weiter zu ruhen. Knetet das Ganze richtig, richtig gut durch, umso besser wird nachher euer Ergebnis. Unser Teig ist jetzt fertig, er klebt nicht mehr an den Fingern. Wir geben ein Handtuch drüber und lassen ihn für mindestens eine halbe Stunde an einem warmen Ort ein bisschen aufgehen. Nach der guten halben Stunde befreien wir den Teig aus der Schüssel, geben ihn auf ein Backblech, was wir vorher mit Backpapier und ein bisschen Mehl ausgelegt haben, verteilen ihn drauf und schneiden mit einem scharfen Messer ein Rautenmuster rein. Das Rautenmuster sollte natürlich nur angeschnitten werden und nicht durch den ganzen Teig hindurch. Das Rautenmuster ist nun fertig, wir decken den Teig nochmal ein bisschen ab und dann nehmen wir uns den Mozzarella vor. Wir schneiden uns vom Mozzarella erst Scheiben runter und halbieren diese dann. Ja. Nachdem der Mozzarella geschnitten ist, nehmen wir uns den Teig wieder zur Brust. Wir werden ihn als allererstes mit Eigelb bestreichen, danach mit der Kräuterbutter, die wir vorher ein bisschen verflüssigt haben, damit sie sich leichter verstreichen lässt. Danach nehmen wir uns einen normalen Esslöffel und werden die Spalten ein bisschen größer machen, weil durch dieses ewige Ruhen vom Teig geht er noch ein bisschen auf und die verschließen sich dann wieder. Wenn das geschehen ist, werden die Mozzarella-Scheiben in die Spalten gesteckt, versucht so viel reinzukriegen, wie es geht und danach nehmen wir uns einen Barbecue-Rub, da könnt ihr natürlich nehmen, wenn ihr gerade wollt und bestreuen das Ganze mit ein bisschen Rub. Schade, dass das Brot noch nicht fertig ist, das sieht jetzt schon richtig geil aus. Gehen wir erstmal ab an den Grill. Unseren Grill haben wir uns auf indirekte Hitze auf 180 bis 200 Grad eingeregelt. Links und rechts sind Brenner an und in der Mitte wird dann das Brot platziert. Während der Backzeit haben wir unser Brot mehrfach gedreht, damit halt die Hitzeverteilung am Brot immer gleich bleibt. Aber wenn ihr es wollt, ihr könnt es natürlich auch im Backofen machen, ihr müsst nicht zwingend notwendig einen Grill haben. Unser Grillbrot hat jetzt ca. 45 Minuten gebraucht, bis es fertig war. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euer Brot wirklich fertig ist, macht wie immer den Trick, den wir auch schon ein paar Mal gesagt haben. Nehmt euch einen einfachen Holzbeaker, steckt es in die Mitte vom Brot rein und wenn kein Teig mehr hängen bleibt, ist euer Brot fertig. So, nachdem unser Brot endlich fertig ist, geht es ab vom Grill aufs Brett. Und Leute, das ist ein Duft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Im letzten Schritt, nachdem unser Brot ein bisschen abgekühlt ist, befreien wir es vom Backblech, legen es auf ein Brett und schneiden es mal an. Und wie ihr seht, das Brot lässt sich prima schneiden, es ist super fluffig und ich kann euch sagen, es ist wirklich super lecker. Dieses Brot könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen variieren, kleiner Tipp von uns. In die Ritzen, in die Karos könnt ihr füllen, was ihr wollt. Probiert mal es mit Salami, mit Schinken, Chorizo aus, einen würzigeren Käse. Das Grundbrot ist eigentlich
eine sehr variable Sache und es ist mega, mega lecker und passt perfekt zum Grillgut. Wenn euch dieses Beilagenvideo gefallen hat, so wie uns, lasst uns ein Abo da, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt einen freundlichen Kommentar, besucht uns mal auf Facebook, Homepage oder Instagram. Bis die Tage, euer Kohle und Stahl-Team.